Privatdetektiv Ken Daly hat von Mr. Templeton, einem angesehenen Whisky-Produzenten in Glasgow, den Auftrag erhalten, gegen Zahlung von 2000 Pfund bei Erpressern, die sich selbst als Angehörige der schottischen Republikaner bezeichnen, ein Dokument abzuholen, das Templetons Sohn Jan belastet, ebenfalls Mitglied der mutmaßlichen terroristischen Bewegung zu sein. Bei der verabredeten Übergabe allerdings wird Daly zusammengeschlagen und beraubt. Das Dokument bleibt im Besitz der Erpresser. Obwohl Daly, der am nächsten Morgen in London erwartet wird, Templeton rät, alle weiteren Schritte dem Rechtsanwalt Charlie Lameron zu überlassen, der ihn für den Auftrag empfohlen hatte, kehrt er noch in derselben Nacht in Begleitung der befreundeten Journalistin Jill Brown in das Haus des Überfalls zurück. Die Erpresser sind ausgeflogen. Stattdessen findet er Templetons Sohn Jan schwer verletzt. Und er findet einen Zettel mit einer Telefonnummer und einem Namen. Dewland. Nachdem Daly und Jill Brown den jungen Templeton bei dessen Vater abgeliefert haben, wo er ärztlich versorgt wird, erreicht den Detektiv im Hotel die Nachricht, dass er sofort einen Journalisten namens Gordon Graham aufsuchen soll. Er tut es und kann wenig später Pollock und Ray, zwei Beamten der Glasgower Polizei, nur noch den Tod des Mannes melden. Graham ist erschossen worden. Diese Entwicklung des Falls lässt Dalys Rückkehr nach London nun nicht mehr zu. Er sucht Charlie Lameron auf, doch der Rechtsanwalt weiß nichts über eine Verbindung des Ermordeten zu den Templetons. Erst Mrs. Kenny, Vorstandsmitglied der republikanischen Bewegung, für die Gordon Graham als PR-Mann tätig war, gibt ihm zumindest den Hinweis, dass der Tote für viele junge Anhänger, also möglicherweise auch für Jan Templeton, als Vorbild fungierte. Noch einmal kehrt Daly daraufhin in das Haus zurück, in dem er und der Junge zusammengeschlagen wurden. Diesmal trifft er einen der Schläger an und zwingt ihn, die Namen seiner Kumpane zu verraten. Von einer organisierten Erpressung, die, wie Daly vermutet, sich der schottischen Republikaner nur zur Tarnung bedient, will der Ganove Murphy jedoch nichts wissen. Sie seien bei einem Einbruch zufällig an das belastende Dokument geraten. Murphy zeigt jedoch deutlich Panik, als der Detektiv jenen Namen Dewland fallen lässt, den er auf dem Zettel in dem Haus gefunden hatte. Daly stattet Dewland wenig später in der Diskothek, die dieser führt, einen Besuch ab und erhält eine unmissverständliche Warnung. Wenn er die Stadt nicht verlasse, könne es ihm wie Murphy ergehen, der inzwischen nach einem angeblichen Verkehrsunfall im Krankenhaus liegt. Ken Daly lässt sich doch nicht einschüchtern und versucht Pollock weitere Informationen über den Stand der Ermittlungen im Mordfall Graham zu entlocken. Er erfährt, dass Jarvis, der Hausmeister des gegenüberliegenden Hauses, den Schuss gehört hat, mit dem Graham getötet wurde. Abermals in Begleitung von Jill Brown besucht er Jan Templeton, der sich auf dem Weg der Besserung befindet. Der Junge gesteht ihm zögernd, dass er zusammen mit Gordon Graham einer Sache auf der Spur war, die die schottischen Republikaner zu unterminieren drohte. In dem Haus, das sie gemeinsam durchsucht hatten, hätten sie auch Papiere gefunden, die ihren Verdacht möglicherweise erhärten könnten. Um diese Papiere in Sicherheit zu bringen, habe er Graham in der Nacht zur Flucht geraten und sich allein dem Mann gestellt, der sie bei der Durchsuchung überraschte. Nach einem Mittagessen mit Mrs. Kenny, die ebenfalls von einem Verdacht spricht, dass eine kriminelle Gruppe den Namen der schottischen Republikaner für ihre Verbrechen missbrauche, verhört Daly den Zeugen Jarvis, doch ohne weiterführendes Resultat. Erst von Peggy McFay, der Freundin des Gangsters Murphy, erhält er den entscheidenden Hinweis. Die Erpressung sei nur ein Vorgeplänkel für einen großen Coup, den eine Gang, angeführt von Dewland und einem unbekannten Big Boss, vorbereitet habe. Einzelheiten dazu fänden sich in den Papieren, deretwegen Gordon Graham sterben musste. Einsteigen, bitte! Ach, du trittst zur rechten Zeit auf. Ja, du hast gesagt, dass du in dem Akt mitspielen willst. In jedem. Die einzigen, denen ich mitspielen darf, sind die nach 1 Uhr nachts. 24.40 Uhr. Oh ja, es ist spät genug. Wohin fahren wir? Wir machen einen kleinen Einbruch. Einen was? Erinnerst du dich daran, dass uns der junge Templeton erzählt hat, dass sich Graham einige Papiere aus dem Regenmantel geschnappt hat, in dem Haus am Port Saunders? Ja? Graham ist ermordet worden. Ich glaube, dass der ihn umgebracht hat, hinter diesen Papieren her war und sie nicht gekriegt hat. Also du denkst, die sind dort? Graham war noch nicht lange tot, als ich in seine Wohnung kam. Ich glaube, der Mörder musste schnell zuschlagen. Die Papiere sind also vielleicht noch im Haus? Ja, vielleicht. Aber wie bist du da? Mit meinem besten Satz von Nachschlüsseln.
Und was soll ich tun? Im Auto sitzen bleiben und auf mich warten, mit einer Hand am Zündschlüssel, falls ich in eine Falle laufe. Ich will das Haus durchkämmen. Wir werden weiter unten in der Straße parken. Es könnte jemand im Haus sein. Ja, das muss ich riskieren. Aber ich glaube nicht. Du hast gesagt, eines Tages willst du alle Fakten für deine Story. Wenn ich noch am Leben bin, um sie zu schreiben. Okay, fahr los. Glück gehabt? Ich hab sie. Was ist das? Ich weiß noch nicht, ich konnte sie noch nicht durchsehen, aber ich bin sicher, dass sie sind. Ich hab mir Sorgen gemacht. Du warst fast eine Stunde weg. Ja, ich musste langsam arbeiten. Ich wollte keine Spuren hinterlassen von dem Einbruch. Die Dietriche waren gut. Ich würde 10 Jahre kriegen, wenn ich damit in meiner Tasche erwischt würde. Wohin jetzt? In deine Wohnung. Auf einen Kaffee. Um 2 Uhr nachts? Du ruinierst meinen Ruf. 3 Seiten. Das Ganze ist aufgemacht wie ein militärischer Befehl. Was bedeuten all diese Initialen? Ich glaube, das sind die Initialen der Leute in der Gang. Und diese Zahlen hier? Sind das Zeitangaben, in der bestimmte Vorgänge passieren? Ja. Das ist ja fantastisch. Sie benutzen die Geschäfte der Republikaner als Code für das Ganze. Und als Abschirmung. Wahrscheinlich, um ihnen hinterher alles in die Schuhe zu schieben. Das ist ein vollständiger Plan. Ja, es sind Anweisungen für Kelly, was er wann machen soll, wenn es soweit ist. Und wo er die Männer und Fahrzeuge platzieren soll. Provenhead. Das ist im Osten von Glasgow. Ja, richtig. Und das ist es, was ich nicht verstehe. Was ist wichtig in Provenhead? Ich weiß nicht. Es ist ein Industriegebiet. Ja, gibt es irgendwelche große Banken dort? Ich glaube nicht. Sind da irgendwelche großen Gelder gelagert, oder? Ja, das könnte sein. Es ist ein ziemlich großes Gebiet, aber ein Industriegebiet. Mhm. Könnten sie hinter irgendwelchen Sachwerten her sein? Alkohol oder sowas? Keine Ahnung. Wir wissen, da soll ein Ding laufen und es ist in einem Bezirk, der Provenhead heißt. Das ist alles. Mhm. Aber es muss ein großes Ding sein. Ja, was machen wir jetzt damit? Nichts, noch nicht. Es wird nicht gesagt, wann das alles stattfinden soll. Nein, nein, deshalb gibt es auch keinen Grund, es der Polizei zu geben. Aber das kann ja schon morgen Nacht sein. Das kann sein, aber morgen, mein Liebling, ist ein anderer Tag. Und ich will keine Enten jagen, bevor sie auflegen. Ich will den Anführer im Visier haben. Sieh mal, wie spät es ist. Es ist fast 2:30. Ja, ich gehe lieber. Komm, Reinke. Morgen, die Herren. Morgen, Bailey. Morgen, Bailey. Setz dich. Danke. Schöner Tag, nicht? Bailey. Wir haben Sie in Mr. Lamerons Büro gebeten, weil ich glaube, dass ein paar Missverständnisse geklärt werden müssen. Ein paar kleine und ein sehr großes. Inzwischen wissen wir, dass das stimmt, was Sie uns über Grahams Tod in seiner Wohnung gesagt haben. Wir haben alles überprüft. Was wir nicht wissen, ist, was Sie uns verschwiegen haben. Was? Das mit Templeton zum Beispiel. Sie haben den jungen Jan Templeton schwer verwundet seinem Vater nach Hause gebracht. Dienstag nach Mitternacht. Warum haben Sie davon nichts gesagt? Sie haben mich nicht danach gefragt. Gut, ich frage Sie jetzt. Wie ist er verletzt worden? Ich weiß es nicht. Wo haben Sie ihn gefunden? In einem Haus. In wessen Haus? Ich weiß es nicht. Ich meine immer noch, wir sollten ihn verhaften und es ihm und seinem Anwalt überlassen, seine Unschuld zu beweisen. Ken, ich glaube, ich sollte dir sagen, ich habe dem Inspektor alles über unseren Fall mit Mr. Templeton erzählt. Wie er dazu kam, dich als Geldboten zu benutzen. Also, warum fragen Sie mich jetzt aus? Nur um herauszufinden, ob irgendetwas, ein winziger Punkt, fehlt. Dieses Dokument mit dem Eid. Haben Sie es gesehen? Nein. Glauben Sie, dass es eins gibt? Ich glaube schon. Jan Templeton hat gesagt, dass er an der Universität was unterschrieben hat. Und das war ungefähr eine Stunde, nachdem du ihn nach Hause gebracht hast, dass du ins Hotel zurückgekommen bist. Das stimmt. Und da lag eine Nachricht für Sie, dass Sie Graham in seiner Wohnung aufsuchen sollen. Ja, ja, die Nachricht habe ich Ihnen gegeben. Der Portier in Ihrem Hotel sagte, Sie hätten noch einen Anruf gemacht, bevor Sie zu Graham gegangen sind. Wen haben Sie angerufen? Templeton. Haben Sie mit ihm gesprochen? Nein. Warum nicht?
Er war ausgegangen. Oh. Ja, um spazieren zu gehen. Woher wissen Sie das? Er hat es mir gesagt, als ich ihn danach gefragt habe. Sagt er, Daly. Ich glaube ihn. Wir werden sehen. Wussten Sie, dass Jan Templeton und Graham gute Freunde waren? Jetzt weiß ich es. Haben Sie kürzlich jemanden von der republikanischen Bewegung gesehen? Ja, Mrs. Kenny. Du kommst ganz schön rum. Warum interessiert Sie das alles? Haben Sie einen Klienten? Werden Sie dafür bezahlt? Ich glaube, das ist meine Sache. Sie sind nicht gerade kooperativ, Daly. Ich wundere mich, warum. Also, dafür gibt es einen guten Grund, Mr. Ray. Ich glaube, wenn Sie weiter diese kümmerlichen Hinweise verfolgen wie neulich, können dabei eine Menge unschuldige Leute verletzt werden. Sie haben keinen Anhaltspunkt, wer Graham umgebracht haben könnte. Nicht einmal eine Theorie. Sie haben keine bewiesene Mordzeit. Und in diesem Zirkus, den Sie eine gesetzestreue Stadt nennen, wo ein junger Mann wie Graham um 2 Uhr morgens eine Kugel in den Kopf kriegt und niemand eine Vermutung hat, glaube ich, ist es keine schlechte Idee, wenn der Mann, der den Toten gefunden hat, anfängt, sich umzugucken. Deswegen, Mr. Ray, steht Kooperation ganz unten auf meiner Liste. Du glaubst, wir haben keinerlei Verdacht, wer Graham umgebracht haben könnte? Davon bin ich überzeugt. Warum, glauben Sie, haben wir Sie hierher gebeten? Um herauszufinden, was ich bis jetzt entdeckt habe. Richtig. Seien wir vernünftig. Was haben Sie herausgefunden? Warum sollte ich es Ihnen sagen? Weil, wenn Sie im Besitz irgendwelcher Informationen über diesen Mord sind und sie für sich behalten, werden Sie verhaftet, angeklagt und bestraft. Sie haben Jarvis, den Hausmeister, getroffen, der gegenüber von Grahams Haus wohnt. Fangen Sie da an. Da gibt's keine Geheimnisse. Ich habe ihn gefragt, ob er sich an etwas erinnern kann, was wichtig gewesen sein könnte in der Nacht, als Graham ermordet wurde. Was hat er Ihnen erzählt? Dasselbe wie Ihnen. Er sagte, er hätte eine dunkle Gestalt im oberen Treppenhausfenster gesehen. Das war alles. Es könnte ein Mann oder eine Frau gewesen sein. Und wo waren Sie noch? Ich war in meinem Hotel, ich habe mir die Zähne geputzt, habe 3 Mahlzeiten eingenommen. Jetzt fängt er schon wieder so an. Wissen Sie irgendetwas über diesen Fall, was wir wissen sollten, Daly? Das ist doch der springende Punkt. Nein, nichts, was Sie wissen müssten. Gut. Hoffentlich nicht. Ihretwegen. Sie sind nicht gerade auskunftsfreudig. Oh, ich weiß nicht. Eine Zeit lang war ich bekannt für lange Unterhaltungen mit Polizeioffizieren. Erst kürzlich hatte ich über eine Stunde in meinem Zimmer einen Meinungsaustausch mit einem Polizisten. Also, denken Sie daran, was ich Ihnen gesagt habe. Weitere Informationen müssen an uns gehen. Ich werde dran denken, Inspektor. Ich verspreche Ihnen, eines Tages werden Sie alles erfahren. Morgen, Mr. Lamoury. Wiedersehen, Inspektor. Mach's gut, Daly. Wiedersehen. Wiedersehen. Also, Sie wissen jetzt alles. Ich wette, Sie haben sich alle vorgenommen. Den Hotelportier, Templeton, Jan Templeton, Mrs. Kenny, den Doktor, den Hausmeister, einfach alle. Beunruhigt dich das, Charlie? Ja, schon. Alles hat damit angefangen, dass einer meiner Mandanten mich gefragt hat, ob ich jemanden habe, der 2000 Pfund bei einer bestimmten Adresse abliefern kann. Und nun siehst du, was daraus geworden ist. Das meiste kann man für die Zeitung weglassen. Ich mache mir Sorgen um den jungen Templeton. Ich mir auch. Vergiss nicht, dass mich sein Vater seinetwegen engagiert hat. Warum sagt er nicht, was er in dem Haus wollte und wer ihn zusammengeschlagen hat? Oder hat er was erzählt? Charlie, du hast vielleicht Sorgen und alles an einem Tag. Warum? Was meinst du damit? Jan Templeton war nicht allein, als er in dieses Haus eingebrochen ist. Wer war bei ihm? Gordon Graham. Graham. Oh nein. Jetzt brauche ich einen Drink. Das ist vielleicht schrecklich. Ich wusste, du würdest entzückt sein, wenn du das hörst. Wasser? Pur, danke. Ich will nichts mehr hören. Auf Inspektor Ray. Cheers. Cheers. Was soll ich machen? Nichts. Hör zu, Charlie. Deine Weste ist so weiß wie eh und je. Mach nichts. Der alte Templeton ist dein Mandant. Du hast mich für diesen Auftrag empfohlen. Das ist mir missglückt. Dir tut das leid. Das war's. Ich wünschte, es wäre so leicht. Es ist so. Wenn du hier einfach jeden Tag sitzen bleibst, deine Arbeit weitermachst und
wie ein trauriger Glasgower Rechtsanwalt reinschaust. Ich kann doch nicht so tun, als ob es nichts mit mir oder meiner Kanzlei zu tun hätte. Templeton ist mein Mandant. Sein Sohn war mit einem Mann zusammen, der kurz darauf ermordet worden ist. Ken, ich muss auf meinen Ruf achten. Charlie. Das Letzte, was ich mir in meiner Stellung leisten kann, ist ein Skandal. Du hast gesagt, Templeton war spazieren gegangen. Ja, das habe ich gesagt. Danke für den Drink, Charlie. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Sie haben eine schöne Wohnung, Mrs. Kenny. Ja, ich mag sie auch sehr. Ich wollte gerade einen Kaffee machen. Möchten Sie eine Tasse? Sehr gern. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Nach meinem schlechten Benehmen letztes Mal habe ich eigentlich keinen Kaffee verdient. Das lag auch an mir. Ich hatte Kopfschmerzen. Oh, tut mir leid. Ich gebe zu, dass ich ziemlich verärgert war. Mit gutem Grund, ich war sehr aufdringlich. Ach, überhaupt nicht. Schließlich recherchieren Sie etwas. Ja, glücklicherweise ist die Sache bald abgeschlossen. Sie meinen, Sie haben Grimes Mörder gefunden? Mehr oder weniger. Weiß es die Polizei? Noch nicht. Wer war's? Sie haben mich doch nicht hergebeten, um mich das zu fragen. Nein, überhaupt nicht. Ich bin natürlich beunruhigt über die ganze Angelegenheit und deren Folgen für die Partei. Und was war die andere Sache? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Eine ganz allgemeine Beunruhigung über das alles. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie Sie mit Ihren Nachforschungen vorangekommen sind. Das ist sehr verständlich, Mrs. Kenny, aber ich glaube, Sie wissen, dass ich für einen Klienten arbeite. Für Mr. Templeton, nicht wahr? Ja. Und ich bin sicher, er könnte Ihnen alles viel besser sagen, was Sie wissen möchten. Ja. Ja, ich glaube auch. Mrs. Kenny, warum hören Sie nicht auf, sich selbst zu quälen? Sie bauen sich selbst ein Puzzle auf, Mrs. Kenny. Sie haben die einzelnen Teile in den letzten Tagen zusammengesetzt. Nun sehen Sie langsam ein Bild. Und jetzt wollen Sie wissen, ob es mit meinem übereinstimmt. Nicht? Ja. Ja, vermutlich. Entschuldigen Sie mich bitte. Grüß dich, Jan. Komm rein. Ken Daly ist noch. Es ist Jan Templeton. Hallo. Jan. Hallo, Daly. Ich habe es dir nicht erwartet. Der Verband ist ab, wie ich sehe. Ja, nur noch das Pflaster über dem Auge. Setz dich doch, Jan. Ich bringe noch eine Tasse Kaffee. Wie fühlst du dich? Gut. Ich bin heute Morgen zum ersten Mal aufgestanden. Hat dich gestern jemand besucht? Ja, die Polizei. Ich habe ihnen alles erzählt. Ich hoffe, dass jetzt einiges klarer ist. Sie werden dich sicher noch mal sehen wollen. Ich wundere mich, dass Sie dich nicht ins Präsidium mitgenommen haben. Meinen Sie, dass Sie das machen? Ich bin ganz sicher. Wenn Sie die genaue Todeszeit von Graham herausgefunden haben. Ich dachte, Sie haben sie festgelegt. Mit dem Spielraum von einer Stunde oder so. Ja, genau diese Stunde macht den Unterschied. Das verstehe ich nicht. Angenommen, er wurde um Mitternacht getötet. Das ist unmöglich. Er war um Mitternacht mit mir zusammen. Wir waren auf dem Weg zu dem Haus am Port Saunders. Stimmt das? Ja, er war mit mir zusammen. Warum? Glauben Sie, er war nicht mit mir zusammen? Ich weiß es nicht. Und die Polizei auch nicht. Ich erwähne das nur, damit du weißt, warum sie dich vielleicht noch mal holen. Aber er hat doch eine Nachricht für Sie im Hotel hinterlassen. Woher wissen wir, dass es Graham war? Der Portier hat ihn beschrieben. Er hat einen jungen Mann beschrieben. Hier ist dein Kaffee, Jan. Danke, Mrs. Kenny. Sie gehen schon, Daly. Rufen Sie für unseren jungen Rebellen ein Taxi, wenn er geht? Aber natürlich. Ich brauche kein Taxi. Ich bin mit dem Bus hergekommen. Du wirst bald einen Leichenwagen brauchen, wenn du nicht zu Hause bleibst. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Ja, tu das. Tschüss. Ich bringe sie noch raus. Bevor Jan hereinkam, waren Sie dabei, noch eine Überlegung einzubringen. So. Nein, nicht wirklich. Zu Grahams Tod? Nein. Haben Sie sich nicht so Ihre Gedanken gemacht in letzter Zeit? Nein. Und Sie dachten nicht, dass ich diese Gedanken wissen sollte? Sie irren sich. Und wenn ich Ihren Verdacht unterstützen würde? Nein, ich... Vergessen Sie alles.
Bitte. Okay. Wenn Sie doch noch den Wunsch haben sollten, Ihre Ansicht mit mir auszutauschen, dann passen Sie auf, dass es nicht zu spät ist. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sie können mir nur eins sagen. Was? Es war doch ein Mann in Ihrem Haus, als ich Sie das erste Mal angerufen habe. Ja. Fahr weiter, Daly. Dreh dich nicht um. Ich habe meine Pistole genau auf deinen Nacken gerichtet. Mach, was ich dir sage, oder du kriegst eine Kugel verpasst. Wie Graham. Ihr Gangster denkt doch an alles. Halt's Maul! Fahr zuerst rechts rum. So. Und jetzt scharf links. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen aus Glasgow verschwinden, Daly. So, sagen Sie dem Gorilla, er soll die Pistole einstecken und dann beenden wir das hier. Sie sind schon am Ende, Daly. Geben Sie mir die Papiere. Was für Papiere? Los! Geben Sie mir die Papiere, die Sie aus Grahams Wohnung mitgenommen haben. Wir wissen, dass Sie sie nicht der Polizei gegeben haben. Und was passiert, wenn ich es nicht tue? Sie können es sich nicht leisten, abzulehnen. Mr. Ellis betrachtet das hier sowieso als Zeitverschwendung und meint, dass er sie jetzt abknallen sollte. So sieht er auch aus. Tragt ihr dann meine Leiche durch die Disco? Also, wenn Sie bis morgen aus der Stadt raus sind, kriege ich keinen Ärger. Wir schießen nicht aus Spaß auf Leute. Ich will sie raushaben aus Glasgow, verstehen Sie, egal wie. Okay. Ich muss die Chance nutzen, Sie sind in meinem Hotelzimmer. Was für eine Zimmernummer? 602. Wo im Zimmer? In der Seitentasche meines Koffers. Schreiben Sie eine Erlaubnis für den Portier, dass jemand Ihre Zimmerschlüssel bekommt. Hier, nehmen Sie dieses Papier. Sagen Sie ihm bitte, er soll sorgfältig mit meinen Oberhemden umgehen. Ja, ich bin da eigen. So, hier. Hier ist die Notiz. Und was jetzt? Okay, Ihre Kofferschlüssel. Hier. In Ordnung. Ellis, ich werde hier mit ihm warten. Sie haben doch hoffentlich die Wahrheit gesagt, Daly. Halten Sie ihn gut fest. Er ist ein glitschiger Typ. Ja, Ellis trifft den Nagel auf den Kopf. Ich werde Sie nicht aus den Augen lassen. Versuchen Sie ja nicht, mich auszutricksen. Sonst ersparen Sie uns die Mühe, Sie in den Zug nach London zu setzen. Redet hier eigentlich niemand ohne eine Pistole in der Tasche? Nicht jetzt und nicht mit Ihnen. Sagen Sie mal, hatten Sie jemals was anderes in diesem Riesenschreibtisch außer Zigaretten? Oder brauchen Sie den, um Ihre Minderwertigkeitskomplexe drin zu verstecken? Ja, meine Pistole liegt drauf. Ah, klar. Das ist es. So, der ist erstmal weg vom Fenster. Jetzt nehmen wir die Pistole. Der Einzug der Gladiatoren. Ne? Wenn das Ihre Vorstellung von Zusammenarbeit ist, Daly, kann ich mir eine bessere Zeit vorstellen als 9 Uhr abends, wenn ich mitten beim Abendessen bin. Das ist nur ein kleiner Gag, Mr. Ray. Ich wollte für Sie ein Posaunensolo spielen. Ja, schon gut. Fangen wir an. Kommt Bullock? Wir haben nach ihm geschickt. Möchten Sie noch jemanden? Vielleicht noch den Kommissar? Also jedes Mal, wenn ich Vertreter des Gesetzes in der Stadt treffe, holen Sie die Gasmasken raus. Kann sein, dass Sie keine Privatdetektive mögen. Ich bin auch nicht gerade vernarrt in Sie. Aber ich mache hier meinen Job und ob es Ihnen recht ist oder nicht, ich bin auf der Seite des Gesetzes. Daly, Leute, die der Polizei helfen wollen, halten keine Fakten zurück.
Wir haben erst die Hälfte Ihrer Geschichte gehört. Jetzt ziehen Sie wieder die Daumenschrauben an. Was glauben Sie, was ich versuche zu machen? Sagen Sie es mir, ich weiß es nicht, verdammt nochmal! Ich habe eine einfache Sache übernommen. Man hat mich zusammengeschlagen. Ich finde eine Leiche, so einfach ist das. Ich bin mit einem Rechtsanwalt befreundet, der Magengeschwüre bekommt, bis er die Rätsel gelöst hat. Und ich habe einen Klienten, der mich dafür bezahlt, dass ich seinen Sohn auf die Schliche komme. Bis jetzt habe ich 1 Million Pfund zu wenig bekommen. Verstehen Sie jetzt? Ich versuche nur, den Fall aufzuklären. Und dann, nichts wie weg hier. Wozu diese feierliche Einleitung, Daly? Weil Sie glauben, ich will Ihnen Knüppel zwischen die Beine werfen. Ich möchte, dass Ihnen das jetzt klar ist, bevor wir weiterreden. Worüber möchten Sie reden? Ich möchte, dass Sie auf einen Außenseiter setzen. Für die nächsten 24 Stunden. Und hören Sie bitte auf, mich wie einen Amateur-Robin Hood zu behandeln. Ach, Daly, ich bin Polizist. Ich muss meinen Job machen. Im Moment muss ich neben 300 anderen Fällen den Mörder von Gordon Graham finden. Wenn Sie mir helfen können, höre ich Ihnen zu. Sogar abends 8:45. Eher schinde Zeit. Komm rein, setz dich. So, also. Wir hören. Ich habe heute Abend Mrs. Kenny besucht. Warum ist nicht wichtig. Als ich rauskam, saß ein Kerl auf dem Rücksitz meines Autos. Er gab mir Geleitschutz bis zu Dulans Ballsaal. Gab dir Geleitschutz? Mit einer Pistole. Von hinten. Weiter? Sie brachten mich in Dulans Büro und Duland bedrohte mich mit seiner Pistole von vorne. Tatsächlich? Ja. Er wollte von mir ein paar Papiere, die ich angeblich hätte. Was für Papiere? Die Papiere, hinter denen er her ist, hat Graham aus Murphys Haus am Port Saunders mitgenommen, kurz bevor er umgebracht wurde. Woher weißt du das? Weil Jan Templeton mit ihm in der Nacht zusammen war. Graham konnte mit den Papieren entkommen. Templeton wurde geschnappt und von Murphy zusammengeschlagen. Einiges davon wissen wir, Daly. Wir wissen, dass Graham von einem aus der Gang ermordet worden ist. Wir wissen aber nicht, warum. Das kann ich Ihnen sagen. Sie haben ihn umgebracht, um ihn zum Schweigen zu bringen und um an diese Papiere zu kommen. Was sind das für Papiere? Details über den größten Coup, den diese Bande landen wollte. Ein minutiöser Zeitablauf, der genau beschreibt, wer, was und wo zu tun hat. Das Unternehmen ist so umfangreich, dass es schriftlich festgehalten werden musste für einen der Schlüsselmänner. Kelly, kennen Sie den? Der hat ein Vorstrafenregister so lang wie dieser Tisch. Und Juland glaubte, du hättest die Papiere. Ja. Ich habe geblufft. Er hat einen seiner Männer in mein Hotel geschickt, um mein Zimmer zu durchsuchen. Dann habe ich mir den Weg freigekämpft. Duland müsste jetzt langsam wieder zur Besinnung kommen. Sie werden noch umgebracht, wenn Sie so weitermachen. Daran zweifle ich jetzt nicht mehr. Woher hatte Graham die Papiere? Aus Kellys Regenmanteltasche in Murphys Haus. Und wo sind Sie jetzt? Ich habe sie hier. Was? Sie haben sie? 3 Seiten. Schreibmaschine. Hier, fangen Sie da an. Sie werden sehen. Das war's. Das ist alles. Entweder ihr begreift, dass dies das dickste Ding ist, das die Stadt je gesehen hat, oder ihr ignoriert es. Ihr habt die Wahl. Wo gehst du hin? Zum Chef. Es wird ungefähr 1 Stunde dauern. Bleib du mit Daly hier und warte auf meinen Anruf. Und Daly? Ja? Ich hoffe, dass Sie recht haben. Sehr, sehr recht. Ich habe mich zu Tode geängstigt. Seit vorgestern habe ich nichts von dir gehört. Ach, ich wäre froh, wenn du bei Sergeant Pollock zu Hause geblieben wärst, wie er vorgeschlagen hat. Ich wollte das nicht. Das hier ist eine Großstadt und das Hotel, in das ich umgezogen bin, liegt draußen in einem Vorort. Hauptsache, du hast bei der Polizei alle Karten auf den Tisch gelegt. Es gab keine Alternative. Das Schwierigste war, Ray zu überzeugen, dass diese Sache den Einsatz wert ist. Glaubst du das wirklich? Ja. Aber die Gang kann das Ganze abblasen. Das glaube ich nicht. Es ist ein zu großes Ding. Ungefähr so wie eine mittelgroße militärische Operation. Und was ist mit Templeton? Weiß er etwas davon? Er bezahlt mich nur dafür, dass ich etwas über seinen Sohn herausfinde. Ob der in die Sache verwickelt ist. Ich aber will wissen, wer Graham umgebracht hat. Glaubst du, Jan Templeton könnte es getan haben? Ich weiß nicht. Ist eine Möglichkeit. Ist Duland der Boss dieser kriminellen Organisation?
Nein, nein, er ist so eine Art Manager für Sie. Wer ist denn der Boss? Ich weiß es noch nicht. Es ist jemand, der Macht, Einfluss und Geld hat. Das könnte auch eine Frau sein. Könnte? Wie spät ist es? 2:30. Ich muss in die Redaktion. Und ich muss noch weg. Ich habe eine Verabredung. Mit wem? Mit einer Frau. Ich bin froh, dass Sie mich angerufen haben. Ich habe versucht, Sie in Ihrem Hotel zu erreichen. Ich war unterwegs. Nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Oh, möchten Sie einen Tee? Sehr freundlich, danke, nein. Also, vor ungefähr einer Stunde hatte ich einen Besuch. Sie sagte, Sie würden sie kennen. Sie heißt Peggy McFay. Ja, ich kenne sie. Wollen Sie mir sagen, warum sie hier war? Ja. Das hat mich alles so aufgeregt. Und ich habe mich gefragt, ob Sie wohl Licht in das Dunkel bringen können. Es hat mit der Partei zu tun. Was hat sie Ihnen erzählt? Zuerst hat sie mich gefragt, ob ich jemals eine Liste von ehemaligen Mitgliedern der Partei gehabt hätte. Ich sagte ihr, dass ich eine hatte, dass sie aber entweder gestohlen worden oder verloren gegangen ist. Und dann sagte sie mir, wer sie ist und alles über ihren Mann, Murphy. Ich wusste erst nicht, worauf sie hinaus wollte, bis sie mir von einem Erpressungsgeschäft erzählte, das offensichtlich mit dieser Liste zusammenhängt. Hat sie gesagt, wie Kelly und Murphy an die Liste rangekommen sind? Über einen gewissen Dewland. Er war ihr Boss. Aber Dewland hat sie offensichtlich von jemand anderem bekommen. Ja, scheint so. Und wer diese Person ist, wollte Peggy herausbekommen? Ich vermute es. Na und? Konnten Sie es ihr sagen? Nein, wie denn? Die Liste ist gestohlen worden. Wann wurde sie gestohlen? Oder wie ist sie verloren gegangen, Mrs. Kenny? Lassen Sie mich nachdenken. Letzten September. Aus diesem Haus? Ja. Wir hatten an einem Abend ein Meeting hier und danach habe ich sie vermisst. Ich dachte, eines der Mitglieder hätte sie für einen offiziellen Zweck ausgeliehen. Ich habe sie nie wiedergesehen. Mrs. Kenny, die Liste ist seitdem benutzt worden. Benutzt? Offiziell. Offiziell benutzt? Ja. Sicher wussten Sie das. Sie wurde benutzt, um Rundbriefe an die Mitglieder zu schicken, in denen um finanzielle Unterstützung für die Partei gebeten wurde. Aber ich habe nie... Doch. Sie haben. Die Briefe sind von Ihnen unterschrieben. Ich... Das habe ich vergessen. Die Liste ist für die Briefe benutzt worden letzte Woche. Letzte Woche? Nein, nicht letzte Woche. Ich... Letzte Woche. Der Brief hat das Datum vom letzten Donnerstag. Ich... Hören Sie, Sie haben noch 2 Karten. Ich rate Ihnen, spielen Sie sie gut. Du musstest natürlich ein Hotel weit draußen am Stadtrand nehmen. Seit einer halben Stunde versuche ich es zu finden. Was ist los? Wir haben herausgefunden, was im Bezirk Provenhead von Bedeutung ist. Oh, und was ist es? Das Elektrizitätswerk. Das Elektrizitätswerk? Glaubst du... Wir wissen es nicht. Alles, was ich sagen kann, ist... dass das größte Elektrizitätswerk in der Stadt in Provenhead ist. Habt ihr irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen? Vorsichtsmaßnahmen? 22 Polizisten sind für das E-Werk um 11.20 Uhr eingeteilt. 86 Mann sind ab Mitternacht im Bezirk Jennings Park verstreut. Nochmal 60 an den Stellen, die wir letzte Nacht bezogen hatten. 7 Einsatzwagen, 2 grüne Minas in der Gegend von Dursen Road. Vorsichtsmaßnahmen. Selbst im Krieg könnten wir nicht mehr tun. Du hörst dich an wie ein Priester bei der Hinrichtung. Genauso fühle ich mich auch. Was ist los mit dir? Hast du Muffensausen? So schlimm hatte ich es noch nie. Mir zieht sich jedes Mal der Magen zusammen, wenn Ray oder der Chef mit neuen Einzelheiten kommen. Es ist deine Polizeitruppe. Daly, ist dir eigentlich klar, was hier abläuft? Das ist der größte Einsatz, den die Glasgower Polizei seit dem Krieg unternommen hat. Und das Ganze machen wir aufgrund von Vermutungen, die du aus dem Hut gezaubert hast. Ihr habt den Hutständer gesehen. Kommen wir zum Kern der Sache. Du bist doch nicht hergekommen, um mir zu sagen, dass die Sache in dem Stadium ein Risiko ist. Ich frage dich zum letzten Mal. Ist da irgendetwas, verdammt nochmal, was nicht stimmt im Zusammenhang mit der Show heute Nacht? Ja, sicher. Das ist das verrückteste Glücksspiel, das ein Polizeischiff eingehen konnte. Ihr habt keine guten Karten. Die Theorie hat mehr Löcher als eine Raucherlunge. Wenn ihr Angst davor habt, dann lasst es bleiben. Geht nach Hause und spielt Kanaster.
Es ist eure Entscheidung. Wenn ich recht habe, macht ihr einen größeren Fischzug als Petrus. Wenn ich Unrecht habe, dann könnt ihr bis 19 zum K.O. Was glaubst du wirklich? Ich glaube, wir haben recht. Ihr wisst, dass seit 2 Jahren hinter jedem Verbrechen in dieser Stadt eine Gang steht. Jemand organisiert die Verbrechen so perfekt, dass sich El Capone und die Mafia dagegen wie ein Kaffeekränzchen auf dem Lande ausnimmt. Ja, wir wissen das. Was ist also daran so weit hergeholt mit dem Papier, das ich gefunden habe? Es war eine Kugel wert in Gordon Grahams Kopf. Denkt dran. Ich hab's aus seiner Wohnung geholt. Ja, ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Schön wär's. Habt ihr seit gestern Nacht noch was gefunden? Nicht viel. Das Einzige, was reinkam, war ein Hausschuh. Ein was? Ein blauer Herrenhausschuh. Er wurde am Monroe Place gefunden. Das ist hinter Grahams Wohnung. Ein Polizist auf Streife hat ihn von einer Frau aus einem der Häuser bekommen. Habt ihr eine Ahnung, wem er gehört? Passt es irgendwo zu? Keine Ahnung. Jemand könnte ihn weggeworfen haben. Das glaube ich nicht. Er war fast neu. Ja, ich erinnere mich an Sie, Mr. Daly, nicht? Ja. Sie sind der Detektiv. Ja, ganz richtig, Mr. Jarvis. Das ist meine Freundin, Miss Brown. Freut mich. Guten Tag. Mr. Jarvis, warum haben Sie mir nicht die Wahrheit gesagt, als ich das erste Mal mit Ihnen gesprochen habe? Ich habe Ihnen alles erzählt, was ich wusste. Wir wollen keine Zeit verschwenden. Sie haben mir einen Haufen Lügen aufgetischt. Ich habe Ihnen gesagt... Sie haben mich belogen. Wie konnten Sie überhaupt eine Gestalt im Treppenhaus sehen, wenn kein Licht im Flur war? Kein Licht? Kein Licht. Na, geben Sie es doch zu. Sie waren auf der Straße. Auf der Straße? Auf der Straße. Und Sie haben Ihren Hausschuh verloren, den blauen mit dem Schottenmuster. Woher wissen Sie das? Weil ich gesehen habe, dass Sie 2 verschiedene anhatten letztes Mal. Und den fehlenden Schuh hat die Polizei gestern gefunden. Also ich... Es geht um einen Mord. Wissen Sie überhaupt, wie ernst das ist? Also raus mit der Sprache. Was ist passiert? Sie sind zu mir gekommen. Wer? Wer kam zu Ihnen? 2 von Ihnen. Ich weiß nicht, wer Sie waren. Sie haben mir gesagt, dass ich den Mund halten soll. Sonst würde es mir so ergehen wie dem jungen Mann gegenüber. Wann? Ungefähr 2 Stunden, bevor die Polizei kam. Was ist wirklich passiert? Ich habe den Schuss in der Nacht gehört. Und weiter? Ich bin die Treppe runtergerannt. Als ich in der Haustür stand, kam ein Mann aus dem Hinterhof gerannt. Wie sah er aus? Groß, im schwarzen Mantel ohne Hut. Hm. Er sah mich unter der Lampe und ich rannte hinter ihm her. Aber ich verlor ihn aus den Augen. Konnten Sie ihn gut sehen? Ja, ich konnte ihn ziemlich deutlich sehen im Licht. Könnten Sie ihn wiedererkennen? Ich glaube, ja. Gut. Gut. Haben Sie ein Telefon? Ja, da steht eins in der Ecke. Als Hausmeister muss ich eins haben. Wen musst du anrufen? Das Polizeipräsidium. Weswegen? Polizeischutz für unseren Zeugen die ganze Nacht. Ja, dafür bin ich dankbar. Jetzt? Das Haus auf der anderen Seite der Straße, das ist die Disco Embassy. Die Leute kommen raus. Sie machen wahrscheinlich gleich zu. Wie spät ist es? 11:55. Ich gehe rüber. Allein? Ja, du machst bitte Folgendes. Ruf Pollock in der Zentrale an und sag ihm, wo ich bin. Ja, und dann? Dann bleibst du im Auto. Ach, du bist verrückt. Du weißt, was das letzte Mal passiert ist, als du in diese Disco gegangen bist. Julian und seine Leute werden heute Abend nicht da sein. Woher weißt du das? Sie haben heute Nacht was anderes zu tun. Irgendjemand wird aber da sein. Genau darauf baue ich. Jetzt mach genau das, was ich dir gesagt habe. Ruf Pollock an, sag ihm, ich bin in der Disco. Er weiß noch, was er tun muss. Charlie? Charlie? Bist du da? Es ist in Ordnung, Charlie. Wir sind allein. Nur du und ich. Hallo, Ken. Ich wusste, dass du irgendwann hier auftauchen würdest. Besser spät als nie. Wo bist du? Hier oben.
Auf der Empore! Du weißt, du kommst zu spät, Ken. Nein, ich glaube nicht. Wie bist du draufgekommen? Ich wusste, dass du Graham umgebracht hast. Als ich an dem Morgen in dein Büro kam und dir erzählt habe, dass er tot ist, da warst du sehr überrascht. Aber die Morgenzeitung lag auf deinem Schreibtisch, also musstest du es schon wissen. Das war für mich der Schlüssel, dass du bis über beide Ohren in die Sache verstrickt bist. Ich wusste, es war ein Fehler, dich zu fragen, ob du das Geld ablieferst und das Papier einkassierst für den alten Templeton. Nein, Charlie, dein Fehler liegt schon weiter zurück. Dein Fehler war, dich mit Mrs. Kenny einzulassen. Sie hat dir die Liste der Ex-Mitglieder der schottischen Republikaner gegeben und du hast angeboten, Briefe an alle zu schreiben, in denen um finanzielle Unterstützung für die Partei gebeten wird, in aller Unschuld. Du hast die Arbeit von deinem eigenen Büro aus gemacht. Dabei hast du die Chance entdeckt, sagen wir, ein kleines Nebengeschäft aufzumachen, um deine kriminellen Freunde bei Laune zu halten. Du bist die Leute um Geld angegangen, um deiner eigenen Partei zu helfen, Charlie. So weit, so gut. Bis du Jan Templetons Namen auf der Liste gesehen hast. Der einzige Sohn von Ronald Templeton, dem Whisky-Magnaten. Ein großer Name, Charlie. Und er ist dein Mandant. Dann hast du mich engagiert. Leider, Ken. Übrigens, dein Coup im Elektrizitätswerk von Provenet ist ein Schlag ins Wasser, Charlie. Ein Flop, die Polizei ist jetzt dort mit einer Truppe und die nimmt das Ganze auseinander. Und woher wissen Sie, was Sie suchen soll? Ach, das wollte ich noch erwähnen. Es war ein weiterer Fehler von dir, Murphy, mit dem Auto zu überfahren. Ich habe ihn im Krankenhaus besucht. Er hat's mir erzählt. Sie werden da nie drauf kommen. Doch, Charlie, Sie werden drauf kommen. Es gibt nur eine Person, die cleverer ist als du, Ken. Ich. Danke. Gefällt's dir? Ja, es hat was für sich. Der Typ, der zuletzt ähnlich Großartiges geplant hat, das war, glaube ich, Nero. Es tut mir leid, dass es so ausgeht, Ken. Du warst ein prima Kumpel. Du hättest nach dem Templeton-Geschäft nach London zurückgehen sollen. Habe ich aber nicht gemacht. Stimmt. Du konntest dir nicht vorstellen, dass Al Capone und Jack Diamond Amateure waren im Vergleich zu mir. Sie hatten aber auch Konkurrenz. Wir haben keine. Wir haben das Monopol. Was du nicht gewusst hast, war, dass du und deine Freundin beobachtet worden seid. Überall, seit dem Zeitpunkt, wo du Grahams Leiche gefunden hast. Interessant. Ja, nicht wahr? Unsere Organisation ist eben fast so effizient wie die Polizei. Die Betonung liegt auf fast. Wir haben allein 47 Fahrzeuge, Autos, Laster, Lieferwagen, die meisten mit Kurzwellensender. Weißt du, wie viele Leute wir dafür beschäftigen? Fast 300. 300. Schläger, Schutzgelderpresser, Sprengstoffspezialisten, alles. Du hast nie gewusst, gegen wen du eigentlich kämpfst, Ken. Charlie, da ist eine Schraube bei dir locker. Ich höre es bis hierher. Aber es war ja immer was Besonderes mit dir. Ist es immer noch, Ken? Ich bin ein Genie. Das Spiel ist verloren. Wie lange glaubst du, kannst du diese verrückte Situation durchhalten? Wenigstens noch ein paar Stunden, Ken. Verstehst du? Ich weiß sogar den richtigen Zeitpunkt für die Auflösung der Firma. Nach diesem kleinen Anschlag liquidieren wir den Laden. Ich wusste immer, dass ich das Talent dazu habe. Was ich brauchte, war eine erstklassige rechte Hand, ein Adjutant und Kapital. Weißt du, man braucht Kapital, um erstmal die Jungs zu bezahlen. Ich habe Dulant getroffen. Wir haben gut zusammengearbeitet. Ich hoffe, die Lichter dieser Stadt bleiben an, Charlie. Ken, du weißt, wenn die Lichter anbleiben, muss ich hier allein raus. Schnell und unauffällig. Für den Fall, dass du auf komische Ideen kommst. Aber sie bleiben nicht an. Sie werden ausgehen. Schau dir die Lichter vom Fenster aus an, Ken. Du wirst die halbe Stadt im Dunkeln sehen. Ja, jetzt! Verdammt. Das ist erst der Anfang. In 5 Minuten ist ganz Glasgow ohne Strom. Und du sahnst ab. Absahnen. Ich schätze, es sind ungefähr 10 Millionen Pfund. Ich habe 200 Mann auf Posten verteilt über der ganzen Südseite. Vom Canning Park im Westen bis zur Rutherglen Road. Ich sag dir das nur, damit du siehst, was für ein Idiot du warst. Ken, als du versucht hast, deine Nase in so ein Riesenunternehmen zu stecken. Ja, wir sahnen ab. Banken, Versicherungen, Warenlager, alles. Ken, das wird in die Geschichte eingehen. Du vergisst eins, Charlie. Ray hat heute Nacht jeden Polizisten im Einsatz. Das wird auch in die Geschichte eingehen. Ich weiß. Du hast dafür gesorgt, Ken. Dummkopf, du. Du hättest den Plan, den du in Grahams Wohnung gefunden hast, verbrennen sollen. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Die Polizei ist zu spät dran.
Sie weiß nicht, dass im Elektrizitätswerk ein paar Zeitbomben ticken. Die erste ist schon hochgegangen. Sie wissen es. Und Sie werden sie auch finden. Mach dir keine Sorgen, Charlie. Schau zum Fenster raus, Ken. Schau dir die Lichter überm Fluss an. Los! Von hier oben kannst du sie noch besser sehen. Hier hast du einen Logenplatz für die große Show. Das würdest du nie vergessen, wenn du am Leben bleiben würdest. Charlie, sag mir mal, wie bist du eigentlich auf diese Verbrecher GmbH und Co. KG gekommen? Oder? Los, komm hoch zu dir. Aber langsam. Charlie. Du hast keine Chance, gib auf. Los, komm hoch. Gib auf, das macht's leichter. Dein Unternehmen ist gescheitert. Die Zeitbombe ist nicht hochgegangen. Warum sind die Lichter ausgegangen? Hat's die Sicherung durchgehauen? Die Polizei hat den Strom abgeschaltet. Sie kreisen jetzt deine Bande ein, um sie auf frischer Tat zu ertappen. Damit kannst du mich nicht blaffen. Charlie, gib auf, Charlie, gib auf, du bist am Ende. Die nächste Kuh ist für dich, Ken. Ich weiß genau, wo du bist. Charlie, die Lichter gehen jede Minute wieder an. Ich habe eine Taschenlampe dabei. Eine schöne, große Taschenlampe. Die macht Klick und ich sehe dich. Charlie, spiel nicht verrückt. Spiel nicht verrückt, du bist erledigt. Ken. Wo bist du, Ken? Jill, leg dich hin. Sei ruhig. Ken, da oben. Oh Gott, er ist tot. Bleib dort! Bleib dort! Ja. Er ist tot. Du musst ihn getroffen haben. Ich hab nicht geschossen. Aber wer denn? Ken. Ken. Da ist jemand. Wer ist es? Ein Mann mit bandagiertem Kopf. Das ist Murphy. Er hat eine Pistole. Ich habe ihn erschossen. Murphy. Ich habe das Schwein erschossen. Hier ist die Waffe. Das war mein letzter Schuss. Daly! Was ist passiert? Es ist schon alles gelaufen, Harry. Möchte noch jemand Tee? Ja, bitte. Wir haben leider keine Tassen. Der Rechnungshof erlaubt keine Tassen in Polizeibüros. Nur Becher. Bitte. Danke. Wie spät ist es? 3 Uhr morgens. Es wird noch 3 Stunden dauern, bis wir in unsere Betten kommen. Die Kollegen verhaften immer noch Mitglieder der Bande. Mir reichen die Aufregungen für diese Nacht. Wie lange wird Murphy Ihrer Meinung nach bekommen? Lebenslang, wahrscheinlich. Er muss direkt aus dem Krankenhaus gekommen sein, sich eine Pistole geschnappt haben und in der Disco gewartet haben. Vermutlich hat er auf Dulant gewartet. Ja, das hat er gesagt. Nur als er Lameron gesehen und gehört hat, wurde ihm klar, dass der Boss vom Ganzen war. Drum hat er es ihm gegeben. Das kann ich ihm nicht verdenken. Sie haben Peggy McFay zusammengeschlagen. Diese Schweine. Sie ist schwer verletzt. Was ich nicht verstehe, Ken, ist, wie sind Kelly und Murphy an die Dokumente von Jan Templeton gekommen? Charlie hat ein Verhältnis mit Mrs. Kenny. Sie hat ihn gebeten, einige Briefe für sie zu kopieren und hat ihm alle Unterlagen gegeben. Da kam Charlie die Idee, ein kleines Nebengeschäft zu machen, um seine Leute bei Laune zu halten. Also gab er die Papiere an Dulant weiter und der hat sie Kelly und Murphy ausgehändigt. Es war der Tiefpunkt seiner Karriere, seinen Kindern dieses kleine Spielzeug zuzuschanzen. Aber das Absurdeste war, dass Templeton zu Lameron kam, seinem Anwalt, und ihn wegen der Erpressung um Rat gebeten hat. Ich wette, Lameron hat diese Pikanterie genossen. Aber letztlich ging er auf Nummer sicher, jedenfalls glaubt er das. Er wusste, dass ich in der Stadt war und hat Templeton geraten, mit mir Kontakt aufzunehmen. Warum mit Ihnen? Es war doch etwas riskant, weil Sie sich kannten. Überhaupt nicht. Er wusste, dass ich mein Büro in London habe und dass ich wahrscheinlich sofort nach der Übergabe zurückfahren würde. Aber der Plan ging nicht auf. Nein, weil Murphy den Kopf verloren hat und mir eins über den Schädel geschlagen hat. Die zweite Sache, die schiefgelaufen ist, war, als Templeton und Graham später in das Haus eingebrochen sind.
Sie kamen zwar nicht an die Dokumente ran, dafür aber an den Zeitplan für diese massiven Überfälle in der ganzen Stadt. In dieser Nacht fing es an, dass sich das ganze verrückte Reich selbst zerstört hat. Ich vermute, dass Kelly, als er entdeckt hat, dass die Papiere weg waren, sofort zu Dulant gelaufen ist. Der hat Lameron angerufen. Lameron war in dieser Nacht bei Mrs. Kenny. Er lieh sich von ihr das Auto und fuhr damit zu Grahams Wohnung. Er erschoss Graham. Und ich glaube, als ich auftauchte, wurde die Suche nach den Papieren unterbrochen. Er ist die Treppe runtergelaufen durch den Hinterhof zum gegenüberliegenden Gebäude. Er kam in der Morley Street raus, dort hat Jarvis ihn gesehen. Jarvis rannte hinter ihm her, verlor ihn aber aus den Augen. Aber warum musste er Graham umbringen? Weil Graham den gesamten Zeitplan kannte. Er wusste zu viel. Und was ist mit Mrs. Kenny? Ihr Geliebter ist tot. Ich frage mich, wie sie das aufnehmen wird. Vielleicht wusste sie gar nicht, was Lameron getrieben hat. Sie kannte ihn bloß. Als Glasgower Anwalt mit Sympathien für ihre Partei. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass sie misstrauisch geworden ist gegen Ende. Ken, was war der wichtigste Hinweis bei dem Ganzen? Wie hast du den Schlüssel zu dem Verbrechen gefunden? Liebling, das ist höchst indiskret, diese Frage in einem Polizeibüro zu stellen. Ja? Warum? Weil Miss Brown, weil es nicht Mr. Daly war, der den Schlüssel zu allem gefunden hat. Die Glasgower Polizei befasst sich mit diesem Fall seit fast einem Jahr. Also, bevor Mr. Daly uns hier in dieser Stadt mit seiner Gegenwart beehrt hat. Jetzt weißt du's. Jetzt weiß ich was. Du hast doch Ich glaube, wir sollten jetzt unseren Freunden von der Polizei einfach eine gute Nacht wünschen, Jill. Es ist schon spät und sie haben noch eine Menge zu tun. Ein weiser Entschluss. Übrigens, ist euch jemand aus der Gang entwischt? Wir wissen nicht, wer uns fehlt, aber wir haben Dulant gekriegt, Kelly, alle diese Anführer und über 100 Ganoven. Die meisten von ihnen haben ein Vorstrafenregister, sodass sie also für eine Weile aus dem Verkehr gezogen sind. Fein. Ich ziehe mich dann auch zurück. Ich fahre morgen nach London. Würdest du uns das schriftlich geben? Harry, es tut euch doch nicht leid, dass ihr mich los seid. Doch. Gute Nacht.